So, liebe Genossinnen und Genossen, bei uns sagt man Kameraden und Kameradinnen, aber ich gewöhne mich an die deutsche Aussprache für eben Mitglieder der Sozialdemokratie. Es freut mich sehr, dass ich wieder mal in Berlin sein darf. Ich habe einen Freund in Berlin seit 2005, der heißt Frank Steinmeier. Ich habe ihn eben besucht. Es geht ihm gut. Und er hat mir, ich darf ja protokollarisch nicht sagen, was wir besprochen haben, aber ich will nur sagen, dass Freundschaft nicht mit Ämtern zerbricht, auch nicht, wenn es das Höchste ist in Deutschland. Die Berliner SPD, ich bin sehr froh, hier bei Michael Müller zu sein, ist weit über die Grenzen von Berlin bekannt und bei allen, die hier mit ihm arbeitet. Sehr froh auch, dass der Udo Bullmann hier ist, den ich natürlich kenne aus Brüssel. Und Sie wissen vielleicht, dass ich aus einem kleineren Land komme und kleinere Länder haben ziemlich große Ausländer, ziemlich großes Ausland. Jedenfalls größer als Deutschland ist mein Ausland. Darum ist es für mich eine Ehre, hier bei euch sein zu dürfen und ein paar Minuten mit euch zu reden. Hat die Europäische Union in diesem angeschlagenen Zustand, wo sie sich befindet, heute noch überhaupt eine Zukunft? Das ist die erste Frage, die eine Journalistin mir vorgestern gestellt hat. Und ich versuche bei Ihnen, sozialdemokratisch natürlich, darauf zu antworten. Ich glaube, zuerst muss man sagen, dass es ein politisches Verbrechen wäre, wenn wir das größte Friedensprojekt aller Zeiten auf diesem Kontinent, wenn wir nicht darum kämpfen würden. Wir wissen, wo wir herkommen, aus den Tiefen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Nationalismus, Hass, Gewalt, Barbarei, Völkermord, Mauern und Stacheldraht. Seit 70 Jahren sind die Bürger der Europäischen Union, die am Anfang waren wir zu 6, dann zu 9, dann zu 12, zu 15, zu 25, zu 27 und heute noch immer, auch wenn ein Wackler dabei ist, zu 28. Wir wissen, liebe Genossinnen und Genossen, dass wir dieses Friedensprojekt, dass das noch nicht ganz erfüllt ist. In den Ländern, die Mitglied sind der Europäischen Union, herrschte Frieden seit 70 Jahren, aber Sie wissen, dass dies nicht gilt für den Balkan, für eine Region mitten in Europa, im geografischen Europa. Und das Friedensprojekt EU ist erst abgeschlossen, wenn die europäische Perspektive, die alle Balkanländer 2003 bekommen haben, Realität geworden ist. Heute, das ist harte, es ist zähe Arbeit, aber es ist sehr notwendige Arbeit, vor allem in den Balkanländern selbst, aber auch muss entgegenkommen zu erwarten sein von unserer Seite. Hätte dieses Friedensprojekt keine Zukunft, würde also wieder Gleichgültigkeit sich einschleichen, würde der Auftrag im Sinne unserer Kinder, dieses Projekt mit aller Kraft ins 22. Jahrhundert zu tragen, nicht wahrgenommen werden. Dann geben wir der Fatalität des Nationalismus, des Egoismus wieder eine Chance mit denselben katastrophalen Folgen für die Bürger Europas. Als Sozialdemokraten, die Ideale des Respekts gegenüber allen Menschen in der Gesellschaft hochzuhalten wissen, für die der Einsatz für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit fundamental ist, wir sind fest überzeugt, dass Frieden und Freiheit, Demokratie und Recht nicht allein durch Verträge zu zementieren ist, sondern vor allem durch die Einstellung zu den Grundwerten, die wir haben in der Europäischen Union. Das heißt auf Deutsch,
Pressefreiheit, Trennung der Gewalten, unabhängige Justiz, Respekt der Minoritäten. Die Europäische Union wird meines Erachtens Brexit meistern. Sie wird auch den Euro stärken, irgendwie und irgendwann. Und unsere kultivierte Einstellung zum Multilateralismus wird auch diesen amerikanischen Präsidenten überleben. Was aber die Europäische Union umhauen wird, was sie ersticken wird, ist eine schleichende Umkehr von den Grundwerten in der Demokratie. Juristen in Europa sprechen ja, wie Sie wissen, von den Kopenhagener Kriterien, den Grundregeln, die galten, um Mitglied der Europäischen Union zu werden. Diese Regeln sind von allen zu respektieren beim Eintritt in die Europäische Union. Und sie gelten, solange die Länder Mitglied sind der Europäischen Union. Es gibt Länder, Genossinnen und Genossen, die sich auf der Kriegsspur der Grundwerte befinden oder gar in die falsche Richtung fahren. Polen war immer ein Referenzland bei der europäischen Osterweiterung. Polen muss wieder schnell zu dieser Qualität zurückfinden. Die Europäische Union braucht ein Polen als ein Land, das in der Geschichte vieles erlitten hat und keine Verkrampfungen in den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit weiterentwickeln darf. Polen muss aus seinem Innern heraus zur Rechtsstaatlichkeit stehen. Die Geschichte dieses Landes lässt ja im Grunde genommen keine Ausweichung zu. Sind die Grundwerte in Polen, in Ungarn, in der Tschechei, in Rumänien, aber auch in Spanien, in Luxemburg, in Italien in Gefahr, trifft es die Europäische Union als Ganzes. Und so kann man nicht den Mantel der Gleichgültigkeit umlegen und zögern. Die Grundwerte waren immer das Label der Europäischen Union, nach außen wie nach innen. Die Glaubwürdigkeit, die an der Wiege der Europäischen Union stand, steht auf dem Spiel, nach innen wie auch nach außen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte auf diesen Punkt sehr pochen, weil wir in der Migrationsfrage seit 2015 gesehen haben, dass die falsche Einstellung zur Solidarität und zur Rechtsstaatlichkeit gekoppelt sind. In der Migrationspolitik hat die Europäische Union in vielen Feldern seit 2015 manches erreicht, wie die Grenzüberwachungen oder die logistische und die finanzielle Hilfe für Grenzländer. Aber wir eiern seit 2015 in unserer Union an einem entscheidenden Punkt nach wie vor herum. Kommt die nächste Migrationskrise auf uns zu, so wird, wie genau 2015, die Unvorbereitung in der Lastenverteilung es uns sehr, sehr schwierig machen, diese Krise zu bewältigen. Die Zahl der Länder in der Europäischen Union, die eine Quote, also ein System verweigern, wo von vornherein gewusst ist, wie viele Antragsteller, und ich rede als Antragsteller von denen, die Schutz brauchen unter der Genfer Konvention, wie viel sie also aufzunehmen haben, diese Zahl nimmt leider nicht ab, sondern sie nimmt zu. Unglücklicherweise, und das zeigt auch im Grunde genommen, dass das Prinzip und der Geist des Gemeinschaftlichen nicht mehr richtig verstanden wird. Eine Union ohne Gemeinschaftsgeist, vor allem wenn es um Menschlichkeit und um menschliche Schicksale geht, ist nicht überlebensfähig. Jeder Sozialdemokrat in der Europäischen Union muss sich hier einbringen. Es geht ums Eingemachte, ums Ganze. Wir Sozialdemokraten haben die Argumente der Geschichte in der Zukunft zu verankern. Europa braucht linke Positionen, klare Kanten, keine lauwarmen
Die Nationalisten müssen geblockt werden, denn sie verkaufen den Schund der Ewiggestrigkeit. Liebe Genossinnen und Genossen, Ihre Philosophie besteht heute wie damals vor Jahrzehnten aus Zitaten, die Europa ins Verderben geführt haben. Ob das in Deutschland ist, in Frankreich, in Österreich, in den Niederlanden, in Italien und so weiter. Ihre Philosophie ist auf Egoismus in der Mentalität, auf Spaltung in der Gesellschaft und im Grunde genommen immer auf der Theorie der Furcht des Fremden, des Ausländers, des Flüchtlings aufgebaut. Und mit Angstgefühlen ist die Ratio, wie wir wissen, oft auszuschalten. Kameraden, Genossinnen und Genossen, außenpolitisch will ich zwei Themen ansprechen. Die Strafzölle und Iran. Mit Betonung auf Strafe bei den Zöllen. Nun, mit diesem unwirschen Vorgehen, Einstellung im Handel riskiert man vielleicht Milliardär zu werden in Amerika, aber es ist nicht das, was wir unter Partnern im zivilisierten Handelsgeschäft uns im Grunde vorstellen. Herr Trump geht es nicht um Stahl alleine, das müssen wir wissen. Es geht im Grunde genommen, und das muss man hier in Deutschland klar sehen, das Potenzial des deutschen Exports zu brechen. Und Amerikas Regierung versucht, die Europäische Union zu spalten. Frankreich zum Beispiel, wir wissen es, hat keine Exportüberschüsse, so wie Deutschland sie hat mit den USA. Wir sollten aber als Gemeinschaft uns bewusst sein und auch wissen, dass wir eine leichte Beute sind auf dem Weltmarkt, wenn wir glauben, die nationale Schiene fahren zu sollen. Es gilt also zusammenzustehen mit der Europäischen Kommission, vor den World Trade Organization, vor das Gericht gehen, denn es kann nicht sein, es ist unglaubhaft, dass Amerika diese Strafzölle einführt aus Sicherheitsgründen. Es ist klar eine protektionistische Maßnahme und es ist eine Maßnahme, die gegen internationales Recht verstößt. Zweitens, wir müssen den Schritt machen, Gegenzölle aufzubauen. Sie wissen, der Verlust wird geschätzt auf 6,4 Milliarden. Die Europäische Union, die Kommission ist bereit, für 2,8 Milliarden jetzt direkt einzugreifen, den Rest davon zu belassen, bis das Gericht der Handelsorganisation gesprochen hat oder mindestens oder maximal 3 Jahre zu warten. Das Wichtigste aber ist der dritte Punkt. Wir müssen Safeguard-Maßnahmen erarbeiten. Die Gefahr ist unheimlich groß, dass jetzt die Asiaten zum Beispiel nicht mehr auf den amerikanischen Markt kommen und noch mehr auf den europäischen Markt stoßen, mit den Konsequenzen für die Preise im Stahl und natürlich auch, was das von Verlusten an Arbeitsplätzen mit sich bringen könnte. Wir sind in der Europäischen Union nicht alleine, die glauben, dass diese America-First-Phobie ins Auge geht im eigenen Land. Die amerikanische Chamber of Commerce hat vorgestern ein Statement abgegeben, wo sie klar sagen, dass diese Maßnahmen von Trump auch nicht im Interesse der amerikanischen Wirtschaft sind. Nun, Genossinnen und Genossen, to be or not to be, eine Gemeinschaft, diesen Shakespeare'schen Satz hat die Europäische Union hier ins Auge zu fassen. Ein letztes Wort zum Iran. Die Zusammenarbeit zwischen Amerika und Europäern im Nahen Osten war immer ein gewisses Spannungsfeld. Der Höhepunkt, wie Sie wissen, war ja die Uneinigkeit im Irakkrieg 2003. Deutschland, Frankreich
viele anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, nicht alle, aber viele, hatten vor der negativen Konsequenz für die Region gewarnt und haben auch leider Recht bekommen. Die Lektion wurde in Amerika verstanden und Präsident Obama hat vieles versucht zu reparieren, zu glätten. Nicht überall mit Erfolg. In der Zwischenzeit hat die Europäische Union den Lead übernommen, um Iran nicht zu erlauben, eine Atomwaffe zu bauen und sie zu benutzen. Während mehr als 12 Jahren haben wir Europäer zäh, zielstrebig gearbeitet, die Iraner und die Amerikaner zusammenzubringen und dieses JCPOA zu unterzeichnen 2015. Ein Vertrag, der, wie Sie wissen, auch durch den Sicherheitsrat in New York in einer Resolution internationales Recht wurde. Die Iraner haben sich an das Abkommen gehalten. Die IAEA, das ist die Atombehörde in Wien, hat das jetzt 12-mal bestätigt. Natürlich ist der Iran mit seiner regionalen Außenpolitik, seinen ballistischen Optionen kein edler, verlässlicher Partner, aber das war ja gewusst. Nur, wir waren in Europa sicher, dass dieses Land keine Atombombe sprengen konnte, im Sinne unserer europäischen Sicherheit zuallererst. Wir wollten nie ein Regime-Change à la Bolton im Iran erreichen, sondern durch wirtschaftliche Einbindung auch außenpolitisch das Land vom Spoiler zum Player zu bringen. Und wir wollten nicht, dass die großen Länder in der Nachbarschaft des Iran auf die zwangsläufige Idee kommen könnten, auch in das nukleare militärische Geschäft einzusteigen. Präsident Trump hat dies ins Wanken gebracht. An erster Stelle natürlich, weil der Iran-Deal eine Entscheidung Obamas war und weil er fest glaubt, die Welt wäre ein großer Bazar, wo arrivierte Milliardäre allein den Durchblick hätten, den Frieden, ihren Frieden als Dealer zu verhandeln. Das wird schiefgehen. Ich weiß, wie schwer wir es haben, die Iraner zu überzeugen, dass sie den fatalen Fehler nicht machen sollten, morgen oder übermorgen mit der Anreicherung von Iran wieder zu starten. Wenigstens müssen wir alles tun, dies glaubhaft zu erreichen. Darum ist es auch hier selbstmörderisch für die Europäische Union und ihre Interessen, wenn geglaubt wird, dass man auch Präsident Trump verstehen müsste und Amerika doch eigentlich wichtiger wäre als der Iran. Das stimmt. Aber dies ist eine falsche Gleichung. Trump wird unsere Freundschaft zu den Amerikanern nicht kaputt kriegen. Die Sicherheit allerdings von uns 500 Millionen europäischen Bürgern schon. Wenn in einer nuklearen Aufrüstungsspirale im Nahen Osten wir damit konfrontiert sind. Auch die falschen Entscheidungen Präsident Trumps in Sachen Zwei-Staaten-Lösung Israel-Palästina sind gegen unsere europäischen Interessen und internationalen Regeln. Sie dividieren, anstatt zusammenzuführen. Israel hat das uneingeschränkte Recht, in Sicherheit und in Frieden in ihrem Land zu leben. Mit Jerusalem als Hauptstadt. Dies ist allerdings auf Zeit nur garantiert, wenn auch die Palästinenser ihren Staat in den Grenzen von 1967 haben, wo sie in Würde leben können, auch mit Jerusalem als ihre Hauptstadt. Wir Europäer haben hierzu zu stehen, was leider zurzeit nicht mehr gegeben ist. Das macht uns, liebe Genossinnen und Genossen, zu Player,
nicht, aber zum Payer und vielleicht auch zum Prayer. Die Europäische Union braucht uns Sozialdemokraten. Und wenn ich Sozialdemokraten sage, meine ich auch, lieber Michel, natürlich politische Parteien, die die unabhängige Justiz verteidigen, die verstehen, dass die Medien in einer Demokratie genauso wichtig sind wie die demokratische Macht und die verinnerlicht haben, dass Solidarität nicht wie eine Wurst in Scheibchen geschnitten werden kann. Die deutsche Sozialdemokratie ist eine Referenz für uns alle in Europa. Ihre Geschichte, aber auch ihre Gegenwart. Es ist unsere Pflicht, in den europäischen Ländern uns nie aufzugeben als Sozialdemokraten und auch vor allem heute nicht, wo vieles schwierig zu sein scheint, aber wo unsere Stimme mehr denn je notwendig ist. Ich danke Ihnen.